Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Finanzbuchhaltungsverkaufleute auf Grundlage des Industriekontenrahmenskurs. Es geht um das Thema periodengerechte Abgrenzung. Dieses Thema fällt oft sehr schwer und der Grund dafür ist, dass man die Grundlagen noch nicht verstanden hat. Und die werde ich in den ersten 5 Filmen ausführlich wiederholen. Ich hatte sie schon angesprochen in meinem Kurs über absolute Grundlagen der Finanzbuchhaltung, auch Buchen, Buchen, Buchen genannt. Darunter findet ihr diesen Kurs. Ich werde euch dieses Thema jetzt nicht einfach so um die Ohren hauen und sagen, ihr müsst ein anderes, relativ komplexes Thema, wortwörtlich den Unterschied zwischen Auszahlung, Ausgabe und Aufwand, beziehungsweise Einzahlung, Einnahme und Ertrag, schon perfekt verstanden haben, um die periodengerechte Abgrenzung machen zu können. Und ich setze es einfach voraus. Ich werde letzteres Thema erstmal wiederholen. Wer sagt, ich bin da schon firm drin, der kann auch in Film 4 gucken und die Übungsaufgabe dazu machen und probieren, ob er die schon hinbekommt und sich dann in Film 5 den Lösungsfilm anschauen. Also Film 5, da geht es um erfolgsneutrale und erfolgswirksame Buchungen und der ist auch gleichzeitig der Lösungsfilm zu der Übungsaufgabe in Film Nummer 4. Und dann geht es in Film 6 erst richtig los mit der periodengerechten Abgrenzung. Da werde ich erstmal erklären, was man darunter versteht. Und dann geht es ans Buchen. Ich werde erstmal in Film 7 transitorische Posten buchen, natürlich auch erklären, was man darunter versteht. Und ich werde die antizipativen Posten in Film 8 buchen. Und auf Nachfrage werde ich auch noch ein paar Add-ons dazu reichen. Ein bisschen was muss ich aber trotzdem noch voraussetzen. Und zwar solltet ihr den Unterschied zwischen erfolgsneutralen und erfolgswirksamen Buchungen schon mal gesehen haben. Ich werde es zwar wiederholen, genauso die Aufwendungen und Erträge, aber es sollte nicht gänzliches Neuland für euch sein. Ihr solltet schon mal das gesehen haben, auch wenn ihr es in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen vergessen habt. Ganz vergessen habt ihr es garantiert nicht, wenn ihr es schon mal gemacht habt. Meine Filme sind so angelegt, dass sie einfach ein Anstoß zur Erinnerung sind und nochmal zur Festigung. Dann ganz wichtig, ohne das geht es gar nicht, ist die dritte Voraussetzung. Ihr müsst den Unterschied zwischen Bestandskonten und Erfolgskonten kennen und ihr müsst auch wissen, wo die jeweiligen Konten zu finden sind. In einem Kontenplan, der auf Grundlage des Industriekontenrahmens erstellt wurde.